Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und nun ist es auch in-game offiziell, dass es ein April-Scherz war. Das kam in den News. Dafür gab es eine Entschädigung. Zum einen die April-Scherz-Karte. Nun, wenn ihr euch einloggt, dann bekommt ihr die Karte direkt. Sie sieht so aus, wie gesagt. Wirklich sehr, sehr cool. Super Strength-Karte. Das sind die Dragon Ball Heroines, die Dragon Ball Heldinnen. Und ja, auf Max-Level bekommt ihr sie direkt. Super Strength-Vibe auf UR. HP ist halt. Geiles Gimmick, ja, ist ein geiles Gimmick zum April, zum 1. April, denn HP 2018 Attack 4 Def 1, also 1. April 2018, darin ist jeder dran, okay, die gab es dazu, aber ansonsten kann die Karte wirklich gar nichts, also sie ist einfach nur da als, Entschädigung will ich nicht sagen, sondern als sammlerischen Zwecken, aus sammlerischen Zwecken habt ihr sie auf jeden Fall bekommen, eine schöne Karte, die Wifis an der Stelle, aber zudem gab es auch 15 Dragon Stones als Entschädigung. Ist alles in den News, aber zusätzlich kam noch was anderes. Ihr seht schon, was? Super Ribrian? Eine Ribrian gibt es? Richtig. Wir schauen uns mal ganz kurz die News an. Dann werden wir heute die Story machen, das Story-Event. Es gibt ein neues Story-Event quasi zu Ribrian. Und zwar hier haben wir die Meldung, dass es mit dem Dali-Battle in April-Scherz war. Und es die Entschädigung gibt, die Girls 15 Dragonstones haben wir gerade abgesprochen. Aber wir werden uns, wie gesagt, heute alles zum neuen Story- bzw. Special-Event anschauen und... Hier gibt es dann durchaus alle Informationen und was ihr auf jeden Fall hier machen solltet, mitnehmen könnt, mitnehmen dürft, mitnehmen solltet, je nachdem, ob ihr dazu Lust habt. Anyways, wir sehen schon, es sind drei Stages. Pro Stage bekommt ihr Schwierigkeit Dragonstone, heißt, wir haben hier schon mal 6 Dragonstones von den Stages, wenn ihr alle macht. Und auf Stage 3 droppt dann die Super Ribrian. Super Ribrian gucken wir uns am besten direkt mal an, denn sie ist ein Peppy Girls Leader. Peppy Girls Leader, sie gibt den Peppy Girls, der Peppy Girls Kategorie Key plus 3 auf HP und F 77%. Finde ich solide, ja, Free-to-Play Kategorie Leader mit 77% ist auf jeden Fall gut, kann man mitnehmen. Sie ist quasi Free-to-Play. Im Vergleich hat mir den JP da zum Beispiel den Gohan als Name Kategorie Leader. Er hat, gibt ja auch Key plus 3 auf jeden Fall mit 77%. Was kann Super Ribrian am besten wechseln? Dann erstmal hierzu. Wir schauen uns die erstmal an, dann machen wir das Event. Keine Sorge. Also, sie heißt Super Ribrian. Ja. Ich habe sie auf UR-Status gebracht und nicht Max-Level SA1. Aber man kann sie natürlich farmen, weil sie Free-to-Play ist. Das werden wir uns gleich näher ansehen. Wie gesagt, Leader-Skill, Peppy Girls, Kategorie Key plus 3 auf jeden Attribut 77%. Super-Tag. Sie hat 2 Super-Tags. Seid nicht irritiert. Erst Super-Tag ist Ribrian Super Amore Shower. Sie macht Supreme Damage, aber es gibt eine 30%ige Chance, dass sich die Ulti ändert und dann mehr Schaden macht. Genau. Die Ulti sieht dann quasi anders aus. Da tut sie mit Pfeil und Bogen ein bisschen Amore hin und her schießen und genau. Vielleicht sehen wir das heute. Anyways. Passive Skill. Attack und Death plus 15% pro Peppy Gold Charakter, der in ihrem Team ist. Die in ihrem Team ist, besser gesagt, ja. Die Peppy Golds. Genau. Und zwar. Zusätzlich tut sie noch ihre HP um 7777 HP regenerieren pro Rainbow Key, den sie einsammelt. Also sie ist quasi wirklich die Peppy Girls Leaderin, die Leaderin der Wifeys und sie will da nur Wifeys im Team. Und ist ja nicht verkehrt, ja, wenn man sie als Leader nimmt, sollte man auf jeden Fall Peppy Girls ins Team nehmen und sie bekommt dann wirklich einen soliden Attack und Death Boost. Falls der Leader auch noch dazu zählt, also unsere Friend, falls der Friend noch dazu zählt, unser Friend Super Ribrian, dann also zu dem Passive von Ribrian, was ich meine, dass Attack und Death pro Peppy Gold Girls steigt, dann sind wir bei 105 Attack und Death, 105% Attack und Death und das ist für den Free-to-Play-Charakter solide. Aber ich weiß es da noch nicht ganz genau. Ich habe es selbst noch nicht getestet, ob die Friend, ob unser Friend dazu zählt. Wir werden das Ganze irgendwie beobachten demnächst. Battlefield Diva Metamorphosis, The Innocent Signature Pose, Modern Meets the Eye, Tournament of Power und sie ist in der Kategorie Universe Survival Saga und Peppy Golds. Dann switchen wir ganz kurz zum Event rüber. Und das Wichtige zum Event, was es dazu sagen gibt, wie gesagt, 3 Stages pro Stage, Schwierigkeitsstufe bekommt ihr 1 Stone, 6 total, aber über die Missionen geht da noch ein bisschen mehr. Und das Wichtigste an diesem Event ist dann quasi Ribrian, Super Ribrian. Ich würde jedem empfehlen, euch diese Super Ribrian zu erfarmen. Ganz wichtig ist hier, dass die Charaktere der Universe Survival Saga und Peppy Golds den Effektbonus erhöhen, den Prozentsatz erhöhen, dass ihr was droppt. Das werden wir gleich sehen. Und das stackt sich, by the way. Heißt, wenn ihr einen Charakter habt, der sowohl zu Universe Survival Saga gehört, als auch zu Peppy Golds, dann stackt sich das. Beispielsweise bei Kalifla. Es gibt noch Missionen. Und zwar, wenn ihr Stage 3 einmal cleart, beim allerersten Mal bekommt ihr eine Super Ribrian direkt auf Sie hat, wenn ihr das Ganze auf Sie hat schafft.
Wenn ihr Rebrillanz Essay auf 10 bombt, von 1 auf 10, bekommt ihr insgesamt 6 weitere Dragonstones über die Mission. Und wenn ihr Stage 3 auf Zihard cleart, mit mindestens 3 Charaktere der Universe Survival Saga, bekommt ihr gewisse Medaillen. Das sind die Goldmedaillen, Corrin etc. etc. Und wenn ihr sie mit den Peppy Golds macht, mit mindestens 3 Peppy Golds Charakteren, bekommt ihr die silbernen Medaillen. Genau, die von Popo etc. Anyways, dann nehmen wir natürlich als unser Friend Super Rebrillant. Ja, ich habe ein Peppy Golds Team hier. Hier sieht mein Peppy Golds Team aus. Und zu der Frage, warum die Charaktere blau leuchten. Ich habe dazu ein ausführliches Video gemacht. Das könnt ihr euch an der Stelle gerne ansehen. Aber was ich meinte ist, wenn wir die Charaktere von dem Peppy Golds Team oder Universe Survival Saga, dann haben wir einen Effekt, einen Drop Rate. Das, was aus der Stage droppt, Items, der Prozentsatz dazu erhöht sich pro Universe Survival Saga Charakter, / Peppy Golds Charakter. Wir sehen das hier. Und wir sind hier bei 190%. Das heißt, auf jeden Fall garantiert, weil wir haben 100% Grenze erreicht, droppt auf jeden Fall ein weiteres Item. Und zu 90 weiteren Prozent, also fast 100%, aber es sind 90%, droppt nochmal was. Also so funktioniert das quasi im Endeffekt. Und zwar, genau, wie gesagt, ganz wichtig hier, wird jeden warten, da sie auf SC10 zu bringen. Ob ihr die Dupes öffnen solltet, ihr könnt sie öffnen auf jeden Fall, ja, aber auf 100% muss man sie nicht bringen. Also, da würde ich die Strength Ops lieber sparen, aufbewahren für andere, bessere Units. Aber ey, wenn ihr sie unbedingt auf 100% haben wollt, weil ihr sie cool findet etc., dann feel free, ja, kein Thema. Aber wenn ihr das objektiv betrachtet, dann würde ich sagen, lohnt sich das nicht, sie auf 100% zu bringen. Ah, genau. An der Stelle, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Und wirklich lieben, lieben Dank an euch und großen Respekt. Wir haben mittlerweile schon die 6000 Abos erreicht. Ihr seid insane. Woche für Woche kommt da immer mehr und mehr und mehr. Und ich bin wirklich über jeden Einzelnen glücklich. Und danke euch an der Stelle wirklich sehr. Vielen lieben Dank. Hashtag UziFighter. Ja, Amore. Ja, da hat mich Super Rebrillant schon total mitgenommen mit ihrem Amore-Zeug. Ja, ihr merkt es. Sie ist auch schon hier. Und by the way, es sieht tatsächlich so aus, als würde sie 105% bekommen, als würde der Friend mit in ihre Passive zählen. Denn wenn wir das Ganze mal betrachten, unser Friend hier ist außer Rotation, das ist gut, da werden keine Links hinzu berechnet. Sie hat ca. 7000 Angriff und wenn wir dann hergehen, dann ist ihr Angriff schon so durch ihre Passive, ohne jeglichen Einfluss von einem Linkskill, weil sie ja nicht in der Rotation ist, mehr als 17.000. Was heißt das? Das ist mehr als 100%, ja. Denn 100% heißt, sie hat ihren Angriff und bekommt zu 100% nochmal den gleichen Angriff, also nochmal 7.000, ein bisschen mehr, wären wir schon bei 14.000 und dann bekommt sie noch die 5% und deswegen kommen wir auf 17.922. Also haben wir es auch an der Stelle bewiesen, die Mythbusters. Rebrillant, da zählt der Friend auch dazu, zu ihrer Passive. Also sie bekommt sie 105%, wenn jedes Mitglied im Team zum Peppy Gold, zu den Peppy Golds gehört und dazu gehört auch der Friend, genau. So, let's go. Dann schauen wir, was sie hier drauf hat. Wäre cool, wenn wir jetzt in dem kleinen, ja, in dem Story-Video hier zu den Informationen vielleicht beide Ultis sehen könnten. Schau mal, wenn nicht, dann bin ich auf jeden Fall auch gewillt dazu, in wirklich, also richtiges Showcase zu den Peppy Gods zu machen. Wir machen hier quasi nur die Stage, erfahren sie etc. Beziehungsweise gibt es hier alle Informationen dazu. Aber Kefla scheint schon hier auf und sagt, nee, ich übernehme das. Das ist jetzt mein Video. Aber ja, schauen wir mal mit den Super-Attacks von Super Rebrillant. Gut, da kommt die Ulti von C17. Und falls ihr schon gemerkt habt, wir sind zwar auf Global, das gleiche ist aber auch auf Japan, in der japanischen Version gedroppt. Blitzegleich, wirklich alles. Ah! Das war, glaube ich, die Ulti, die zu 30%, die transformierte Ulti, wenn mich alles täuscht. Das war nicht die normale Ulti mit dem Pfeil, was ich gemeint habe. Die normale Ulti, wenn mich alles täuscht. Und es war andersrum. Na, lass mal kurz schauen. Wie heißt denn die erste Ulti? Rebrillant Super Amore Schauer. Ah, okay, vielleicht war das doch die erste Ulti. Wegen Schauer mit den... Schauen wir mal, was jetzt für eine Ulti kommt. heute Morgen habe ich nachgeschaut, was wirklich welche Ulti ist, aber jetzt habe ich es schon vertauscht in meinem Kopf. Die hat einmal, das haben wir gesehen mit den Pfeilen, ob das jetzt die Transformierte war oder nicht, aber ich glaube, wie hieß die Ulti, die Super Amore Schauer? Okay, nee, das mit dem Pfeil und Bogen ist die normale Ulti und die Transformierte macht dann so ein Riesenherz. Ja, okay, das stand in den Namen. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Endlos, Leute, wie gesagt, ich glaube, ich hatte davor
über JP geredet, das ist genau dasselbe, ist auch in JP Online. Ich würde euch, wie gesagt, raten, alle Stages mal durchzumachen. Wenn ihr wieder anzuholen, Free-to-Play-Charakter auf SE10 bauen, bekommt ihr noch sonst von den Stories, von den Missionen und so weiter und so fort. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Das waren die ganzen News und Informationen zu den neuen News und zum Event, zum Special-Event. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, schöne Tage. Peace.